Hallo und herzlich willkommen zurück zum GTA San Andreas Multiplayer. Dieses Mal gucken wir uns erstmal unsere Hood von oben an. Und wie ihr seht, habe ich zwischendrin ein bisschen trainiert. Ich habe auch schon die nächste Mission gespielt. Allerdings, nicht so allzu erfolgreich. Ich glaube, ich habe nach 7 Versuchen habe ich es immer noch nicht geschafft. Und... was ist hier eigentlich los, ey? Wieso ist da oben ein Helikopter? Na egal. Nee, wie gesagt, ich habe nach 7 Versuchen, bei denen ich kläglich gescheitert bin, müsst ihr mir das verzeihen, dass ich jetzt ausnahmsweise mal einen Cheat aktiviert habe. Nämlich diesen Cheat, wo man nicht verwundbar ist. Weil ansonsten wird es keinen Sinn machen und ich hänge jetzt schon fest. Gehen wir mal eben schnell ein Happen essen, weil meine Gesundheit nicht allzu gut aussieht. Bin ja gerade vom Dach gefallen. Und dann geht's mit Big Smoke weiter. Wo dann ein... na, erst Motorradrennen auf uns wartet. Und wer meine Schießskills kennt, der weiß, dass ich... nicht der beste Schütze bin. Und dementsprechend, ja, ich die Mission sonst nicht abschließen könnte, die uns einen neuen Auftraggeber beschert. Und ja, wie gesagt, deswegen muss ich ausnahmsweise mal einen Cheat benutzen. Ich versuche das so weit, wie es geht, auf mich zu schießen. Soweit es geht, zu vermeiden. Aber wie gesagt, wenn ich da 6 oder 7 Mal versuche und es dann immer noch nicht hinkriege, dann finde ich ein legitimes Mittel, dass man doch Cheats einsetzt. So, hier sind wir bei Big Smoke. Hier wird schon wieder wild rumgehupt. Das hat er ja nicht auf seiner Veranda liegen. Was ist das? Ach, eine Stoßstange. Hä? Naja. Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Dann wollen wir doch mal Jeffrey abholen. So, erstmal hier die Ampel kaputt fahren. Good to hang with you, brother. I'm sorry I can get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. And what'd he do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyriding, parking fines, or some other bullshit. Ja, das klingt doch mal nach einer schönen Gefängnisakte, beziehungsweise Polizeiakte. So, jetzt hier keinen überfahren. Where that fool go? Look at this fool, man. Perk cherry like he banging. Think he hard. Got it. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke! My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some cholo motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Man. Kaum aus dem Knast raus und schon will er eine Knarre haben.
what's your plans? Big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Oh, man. Was ein Vollpfosten. Und sowas haben wir in der Clique. Beziehungsweise in unserer Familie. Solche Leute kann man echt nicht gebrauchen. Vor allen Dingen, dann ist das wahrscheinlich noch so ein Möchtegern-Rapper. Weil man, ihm wurden ja angeblich seine Rhymes geklaut. Na komm, schieb dein Auto da weg. Nicht vor mein Auto. Thanks, homie. Hey. Man, this is the spot. Ain't this Vargo's hood? Man, I don't give a shit. I'm gangster. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on the set. So, dann drücken wir doch mal auf die Türklingel. In der Hoffnung, dass jemand zu Hause ist. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Lo, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief! I'm gangster! You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it! Hey, Lo, get back here, nigga, you crazy! Hey, yo, back off me, CJ! I gotta protect my rat! Oh, money. Ooh, chase me, chase me! Ich glaub, der klingt nicht nur schwul, der ist auch so. Na, wir brauchen gar nicht so weit hinterher zu, so dicht hinterher zu fahren. Da er uns sowieso, und zwar da wir ihn sowieso nicht erschießen können. Jetzt werde ich auch noch von der anderen Seite beschossen. Wie gesagt, also wir können ihn leider nicht erschießen. Wir müssen einfach nur hinterherfahren, in der Hoffnung, ihn nicht zu verlieren. Was bei meinen Fahrkünsten in diesem Spiel doch ziemlich schnell möglich ist. Siehe sowas. So, jetzt schnell wieder aufs Moped. Komm, aufsteigen. So, da vorne ist er. Er flieht jetzt über den Highway. Ich muss gucken, dass ich hier nirgendwo gegenfahre. Weil die doch hier teilweise ziemlich abrupte Spurwechsel vollziehen. Juhu, over here. Klingt ein bisschen wie bei den Simpsons, diese Stimme. Mal hier außen rum. Er hüpft nämlich da schon wieder rum. So, ich wechsle hier auf die Autobahn. Er ist auf der anderen Spur. OG trifft auch gar nichts. You know I love the thrill of the chase. Na.
Na toll, wer legt denn da ein Fahrrad hin? Show a little bit more enthusiasm, darling. Hey! Meine Fresse! Ich soll mich doch nicht überfahren. So, und hier trifft er nämlich gleich auf seine Homies. So. Ich nehme mal hier den Baum als Tarnung. So, jetzt auch schnell hier die Waffen mitnehmen. Don't you say a damn thing, CJ. Wish you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Wieso bin ich bei der Mission eigentlich vorhin so oft draufgegangen? Hey, you're the boss. Oh, Mann. Jean with the hygiene on a... Ja, ich brauche jetzt mal einen fahrbaren Untersatz hier. I need that beer. Ja, steig ein, Luke. Hey, don't let my stature fool you, man. Luke, steig ein. Komm. Alle hepp. Rein mit dir. Mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man. Look at you. All muscle and shit. Man, I got 17s on a hang. You could have did that out here. Because I did it in the joint? It's where now. Where you going? Yeah, I guess it is. Gangster. Oh, Mann. Wegen dem Rhyme habe ich jetzt hier meine Statistik aufs Spiel gesetzt. Und warum habe ich eigentlich gecheatet, verdammt nochmal? Ich bin sonst immer von der anderen Seite gekommen. Ich habe die Bäume gar nicht gesehen, dass man sich dahinter verstecken kann. Das war echt einfach. Also da hätte ich jetzt echt den Cheat nicht für gebraucht. Und wie man vielleicht gesehen hat, habe ich ihn auch nicht gebraucht. Die haben mich überhaupt nicht getroffen. Man. That sucks. So, jetzt wollen wir ihn mal hier zu seinem neuen Job bringen. Ich würde mal stumpf behaupten, hier die Straße. Das ist nämlich jetzt ein neuer Auftraggeber von uns, dieser OG Lock. Und dann mal schauen, was... Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. So. Respekt kann ich eigentlich... Ja, kann ich wohl gebrauchen, aber... Fantastic, you hit me. Ich sag mal so, ich hätte lieber Geld gehabt. So, dann fahre ich mal zurück zum Speichern. Wie gesagt, also ich hätte den Cheat eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Aber naja, nur ist zu spät. Ich habe jetzt auch keine Lust, das Ganze nochmal zu spielen. Bin froh, dass ich die Mission hinter mir habe. Da kommen bestimmt noch ein paar mehr in dem Umfang. Beziehungsweise wo ich mir dann denke, Scheiße, da hättest du eigentlich keinen Cheat für gebraucht. Ja. Wie gesagt, ich versuche es so weit wie möglich ohne zu spielen, was auch verständlich ist. Aber wenn ich denke, sag mal, verfolgt er mich? Wenn ich denke, dass es an dieser Stelle sinnvoll ist, wird er halt benutzt und ansonsten nicht. Das ist halt meine Einstellung dazu. Dafür sind die Dinger ja auch da. Haben wir jetzt keine Lust irgendwie, sagen wir mal, 6 oder 7 Teile wirklich nur mit einer Mission zu verbringen, wenn ich dann wieder vollends auf dem Schlauch stehe, so wie gerade. Und dementsprechend, um es halt auch voranzutreiben, ich stehe dazu, dass ich sie benutze. Und naja. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.